So, du bist dann also der, den sie alle Rage-Onkel nennen, hm? Oh Mann, ey, du klingst ja sogar wie ich, ist ja richtig zum Kotzen. Naja, aber du hast recht, der bin ich wohl. Und du bist also dieser Typ, den sie Badass nennen, ja? Hast du ja schon ganz schön Namen gemacht in San Andreas. Hab viel von ihr gehört, auch viel von ihr gesehen. Du baust ja ganz schön weit auf da in der Stadt, oder? Was hast du denn davor gemacht? Und ganz rücksichtsvoll bist du ja auch nicht unbedingt. Natürlich, und das hat auch alles seinen Sinn. Ich meine, wir sind der lebende Beweis, dass hier einiges falsch läuft in dem Staat. Wir sind die Kopien eines Menschen, an dem sich die Leute da mit ihren Wissenschaftlern ausgetobt haben. Und du bist der Letzte, der sich hier beschweren kann. Mittlerweile klebt das Blut von unzähligen Menschen an deinen Händen. Ich meine, das ist voll abgefahren. Warum machst du das? Wenn ich das wüsste, mein Freund, hör mal, woher soll ich das denn wissen? Wir sind zwei beschissene Kopien von irgendeinem Menschen, weil die sich da austoben wollten. Und am Ende weiß man nicht warum, wieso, weshalb. Das kotzt mich alles nur an. Fuck. Ja klar, ich kann dich verstehen, Mann, aber irgendwas muss doch in deinem Kopf vorgehen. Irgendwas musst du doch fühlen. Ich habe ja auch so meine Gedanken. Was, der geht in deinem Kopf ab. Spar dir doch den Scheiß. Am Ende fühle ich nur Wut, mehr ist da nicht. Am Ende sollen wir auch nur Waffen sein und was soll man da sagen, ey? Die haben ihre Waffen bekommen, nur jetzt ist ihr Problem, dass sich diese Waffe gegen sie richtet, ne? Fein. Der Grund, weshalb ich aber eigentlich hier bin, ist, dass ich da in einer Sache drin bin. Einer der Verantwortlichen hat sich mit den Russen angelegt und ich bin da mittendrin. Und ich will von dir, dass du dich da raushältst. Wenn du jetzt dich auch noch da einmischst, dann wird das zu bunt. Das ist jetzt schon zu auffällig alles. Und wenn du da wieder anfängst, durchzudrehen. Na, von mir aus. Solange die Richtigen trifft, geht's mir eigentlich am Arsch vorbei. Aber glaub ja nicht, dass wir dadurch zu freuen werden. Im Grunde geht's mir eigentlich richtig auf die Eier, dass es noch jemanden wie mich gibt und du angeblich sogar stärker sein sollst wie ich. Und wenn das auch schon alles ist, warum du mich bitten wolltest, warum du dich treffen wolltest, dann verschwinde jetzt auch am besten. Sonst veranstalten wir ein Feuerwerk. Was, willst du mir einen richtigen Hasen zeigen? Werd nicht übermütig, mein Freund. Wie besprochen, hältst du dich von der Sache fern? Das zwischen uns klären wir ein andermal. Ich mach mich jetzt auf die Socken, ich muss mich um meine Crew kümmern. Und danach bist du dran. Wird sicher eine interessante Nummer. Jo, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal so ein erster Versuch, wo ich gemoddet habe und so weiter und so fort. Das Ganze ist halt so eine Sache. Wir kennen ja, ich habe ja verschiedene Charaktere in GTA Online in dem langen Let's Play. Ne, Rage Uncle Bad ist auch mal dies, das und jenes. Und es war ein kleiner Spoiler auf ein Projekt schon mal. Ihr könnt ja ein bisschen Rätsel raten, was da kommt. Aber lasst euch mal überraschen. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal, euer Onkel. Tschüss!